Hier spricht Ustron, ihr seid bei einer kleinen Demo-Vorschau von Wooden Floor 2 Resurrection dabei. Eine kleine, Vorsicht, Alpha-Alarm. Ein Alpha-Beil, der uns wohl wieder mal hinter verschlossene und neue Türen bringt. Wir werden jetzt mal schauen, wenn ich mich jetzt hier ein bisschen wegquetsche. Und wegquetsche und aus dem Bild verschwinde. So, besser. Jetzt sieht man auch wieder was. Werden wir mal schauen, was uns hier erwartet. Adjust your gamma level. One is default. One. Ja, wir lassen das mal. Wir nehmen mal 2. Es wird schon okay sein. Ich will ja auch was sehen können. Ich weiß ja nicht, wie dunkel das Ganze wird. Genau, bei diesem jungen Mann ist das wieder entstanden und wir hatten im Vorfeld miteinander gequatscht. Das muss auf jeden Fall gut werden, sonst kriege ich derbe Haue. Also gucken wir mal, was da passiert. Und wir sollen es richtig auseinandernehmen. Alle Bugs werde ich gleich richtig zerbrechen und schick. Habe ich Ton? Ach, da ist Ton sogar. Yay, ich hatte es nur sehr leise. Springen kann man jetzt auch wie auch schon im Vorteil und die Grafik ist schick. Mittendrin und schon dabei. Netter Mond auch. Black Dust Field. Ja, und ich weiß, dass das eine Konzeptart-Demo ist. Dankeschön nochmal für die vielen, vielen... Ja, ich weiß, dass das eine Demo ist. Komm runter. Ich will mich doch nur hier umgucken. Wir wollten doch nur mal schauen, was das Spiel so zu bieten hat und wie das so aussieht, bevor es fertig ist. Ich sehe natürlich Scheißdreck, wie mir schon fast klar war. Aber hier diese kleine Hütte. Aha, wenn ich näher rangehe, wird es heller. Sehr gut. Hat auch gar keinen Eingang. Da halt nicht rennen können wir auch. Ne, wir können mit 2 Tasten springen. Naja, das ist kein Rennen für mich. Da geht es irgendwie vielleicht hoch, wenn ich hier eventuell durch das Tor gehe. Oh, da ist sogar ein... vielleicht rede ich mal damit, bevor ich weitergehe. Ich weiß nicht, wie ich damit rede. Gut, dass ich mir vorher die... Hallo? E, Q, W, A, S, D, X, Z, Alpha. It's locked. Ja, auch das habe ich schon bemerkt. Danke trotzdem. Lantern, Slot 1. Ach, das ist... Ich habe zwar keine Hände. Hallo? Ich bin ein bisschen armlos, aber ich habe eine Lampe. Und das ist schon mal viel wert. Da kann ich mich umsehen. Auch das hatten wir im ersten Teil von Wooden Floor nicht. Und man merkt, es wird immer flüssiger. Wir wollen da also irgendwie hoch. Und ich denke, wir wollen hier vorher rein, ja? Ich habe voll Schiss. Mal wieder. Die Kathedrale. Oh. Nein, aber hier ist ein Zettel. Oder auch nicht. Was suche ich gerade? Normalerweise waren gerade immer so schöne Tooltips. Jetzt werde ich voll alleine gelassen. Ah, ein Glockenseil. Ist das gut oder schlecht? Wenn die Höhle einbricht, wenn man gerade... Das Glockenseil ist eine sehr kaputte Kirche, muss ich schon sagen, ja. Warum sind die unten die Glocken drin? Gehören die nicht eigentlich nach oben, also das Ersatzglocken? Oh, Staub. Okay. Hier kommen wir nicht durch, dann können wir nur hier lang gehen. Hallo. Wow! Holy fuck, was war das? Hallo? Jemand mysteriös Rotaugen und leuchten und...
Okay. Ich will gar nicht stören, eigentlich, soweit. Muss ich da jetzt durchkrabbeln? Reinspringen kann ich zumindest nicht. E drücken kann ich auch nicht. Vielleicht. Es hieß vorher schon, es soll ein bisschen hampelig sein. Bei solchen Sachen. Okay. Aha. Aha. Aber nichts kann vor mir unentdeckt bleiben. Es hört sich ein bisschen nach Outlast an, wenn ich ganz ehrlich bin. Was genau will ich mit dem Kelch? Okay, dann nehmen wir den mal mit. Ich bin mir noch nicht sicher, wofür ich den brauche. Muss ich hier Feuer mitnehmen? Nein. Nein. Wir gehen mal wieder zurück. Es ruckelt leicht, minimal. Mein Kelch ist minimal am Zuckeln. Also ich bin so nervös. Da ruppelt das schon mal. Hilfe? Aha. Auf einmal schwingen hier die Ersatzglocken, weil ich den Kelch da hinsetze. Sehr schön. Bing bong, bing bong, bing bong. Aha! Dann wollen wir mal fix weiter. Nicht, dass uns der junge Mann mit den roten Augen noch im Sack geht. Krobar. Zweiter Slot. Immer merken. Das ist blöd, dass man nicht sehen kann, was für Items man wo hat. Das mag ich nicht, aber gut. The Yard. Also sind wir wieder draußen. Und können jetzt wohl oder übel. Es ist schon ziemlich groß für eine Alpha-Version. Kann ich damit zuhauen? Ein Glück. Hier ist so eine Art Stonehenge. Oh ne, das ist kein Stonehenge, das sind Gräber. Wow, chill. Ich will keine Gräber ausheben. Ich will nur mal gucken. Hallo? Hey. Oh, das wird zuckeln. Aber sonst ist schön. Leere Gräber. Kein Name steht drauf. Das ist aber nicht schön. Wenn ich es mir aussuchen könnte, ich würde gerne liegen. Genau hier möchte ich gerne liegen. Das ist ein schönes Grab. Falls mich die hat. Es ist schön, wie das sich so im Wind wiegt, das Ganze. Aber ich bin ja nicht hier, um die Grafik zu klären. Ach so. Ja, sicher. Ah, schwingt auch von alleine auf, die gute automatische Zauntür. Wieder so ein Haus, ich erinnere mich noch leicht an, ich glaube, Shady Casket hieß das. Ne, nicht Shady Casket, Entschuldigung. Das war ein anderes, auch von Phoenix, das erste, was ich gespielt habe. Da war genau so ein Haus auf so einem Berg und ich kann nur dasselbe wiederholen, was ich damals schon sagte. Wenn das mein Haus wäre, ich würde nicht hier einziehen, ich würde es verkaufen und gehen. End of the Demo. Okay, also wir dürfen uns ein bisschen rum... Wir durften jetzt ein bisschen rumlungern. Kommt jetzt so irgendwas? Sieht nicht so aus. Für eine Demo. Alles hat geklappt. Wie gesagt, das war ein bisschen zuckeln im rechten Arm. Da weiß ich nicht warum. Kann auch vielleicht an mir gelegen haben. Ich hoffe, euch hat diese kleine Vorschau von dem Ganzen hier auch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ein Däumchen da. Das hilft ja nicht nur mir. Das hilft ja auch dem Phoenix. Das wäre, oder Phoenix, ich bin mir nicht ganz sicher. Das hilft ja bestimmt auch aus. Und ihr könnt das auch ganz gerne für euch selber spielen. Da war ich nämlich noch alles, die alten Videos von Woodenfloor und auch die Downloads findet ihr in der Videobeschreibung. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es hier heißt. Hier spricht Ustra. Bis dahin. Ciao. Was für eine Einfassung könnte das sein? Oh, immer mit so komischen Sachen, das gibt's doch nicht. Dass mich das jedes Mal erwischt. So ein